Glücklich, zufrieden, hat riesigen Spaß gemacht. Wenn man bedenkt, dass wir da eine F-Jugend haben, die im letzten Jahr noch in der Kreisklasse, sozusagen in der zweiten Liga gespielt hat, aufgestiegen ist und jetzt in der ersten Liga bereits um die Meisterschaft mitspielen darf, ist das riesig. Die Mannschaft Potsdamer Kickers war ungeschlagen bisher und ich glaube, wir hatten sie deutlich am Rand der Niederlage. Wir waren spielerisch wesentlich besser und wir hatten noch zwei, drei Großchancen, wo wir alleine vorm Torwart sind. Wenn wir die machen, gewinnen wir das Spiel. Aber alleine, wie wir heute gespielt haben, wie wir mithalten können, wie wir Fußball spielen, das macht riesen Spaß und dementsprechend bin ich eigentlich nur glücklich und zufrieden. Ja, in der Rückrunde ist natürlich das große Ziel, den Pokal zu gewinnen, weil im Pokal kennt man das aus der Bundesliga, da braucht man nur noch zwei, drei Spiele gewinnen, dann hat man einen Pott und den wollen wir haben. Also wir gehen jetzt alles für den Pokal und dazu haben wir noch die Hallenbestenermittlung, auch da lässt sich den Pokal gewinnen. Das heißt eigentlich immer wirklich mit viel Spaß, mit Freude die Mannschaft weiterentwickeln, vor allen Dingen spielerisch, fußballerisch und darüber dann auch wirklich ein paar Titel gewinnen. Also das ist unser Ziel und mit viel Spaß werden wir das auch schaffen.